Oh, gerade erst das Auto gewaschen und schon hat ein Vogel wieder drauf ge... Drauflassen kann ich ihn nicht, das ist keine Option. Der wird über den Lack verätzen, deswegen muss ich ihn jetzt schon drunter kriegen und darum kümmere ich mich jetzt. Vogelkot ist so ziemlich der schlimmste natürliche Feind eines Autolacks, denn wir haben eine sau ungünstige Kombination aus, ich sag mal, Inhaltsstoffen. Wir haben ätzende Bestandteile, also häufig Säure, je nachdem, was die Vögel gefressen haben, können sogar auch Kerne und kleine Steinchen oder harte kleine Partikel mit drin sein. Das heißt, einfach jetzt irgendwie trocken abwischen, ist echt eine blöde Idee. Drauflassen ist auch eine super blöde Idee, vor allen Dingen, wenn das Auto in der Sonne steht, kann es nach ein paar Tagen schon den Lack irreversibel schädigen, sodass er kaputt ist und lackiert werden müsste. Aber auch nach nur wenigen Stunden Einwirkzeit kann schon eine leichte Verätzung auf der Oberfläche sein, sodass Polieren notwendig wird. Das heißt, so schnell wie es geht, muss der Vogelkot entfernt werden und um die Schritte kümmern wir uns jetzt. Da solltest du immer ein Vogelkot-Erste-Hilfe-Set dabei haben. Aber bevor ich da überhaupt Hand anlege, Auto in den Schatten und Lack abkühlen lassen. Im Endeffekt haben wir jetzt eine wirklich schwierige Situation, weil zum einen haben wir eine ätzende Substanz auf der Oberfläche, die nicht lange draufbleiben soll. Zum anderen haben wir vielleicht Partikel auf der Oberfläche oder das Auto ist sowieso dreckig. Das heißt, jetzt einfach irgendwie abwischen ist schwierig. Also im Idealfall fahren wir an eine Waschbox oder lassen das Auto waschen oder waschen das Auto selber. Aber das ist natürlich nicht immer möglich, weil es der Zeitplan nicht zulässt, weil nichts in der Nähe ist oder weil einfach das Auto gerade frisch gewaschen ist und ich es nicht schon wieder waschen will. Deswegen empfehle ich dir immer ein Notfallset beizuhaben, was da genau reingehört. Ist gar nicht viel, das erfährst du noch im Laufe des Videos. Ich habe mir also Folgendes überlegt. Ich möchte den Vogelkot und seine Bestandteile aufweichen, um Kratzer zu vermeiden und muss mir jetzt überlegen, wie kann ich das erreichen, ohne das ganze Auto waschen zu müssen oder ohne ein Produkt auf den Lack aufzubringen, was dem Lack selber schadet. Und dafür habe ich mir ein Notfallset zusammengestellt, das im Wesentlichen aus zwei verschiedenen Produkten besteht, also wirklich immer im Auto sein kann. Produkt Nummer 1 oder auch 2, ein langfloriges, ein hochwertiges Mikrofasertuch, gerne 2 Stück davon. 2 sind einfach besser als 1, wir werden es später brauchen, zeige ich dir genau warum. Das sollte man immer dabei haben, kann man danach natürlich waschen mit dem Vogelkot. Ich weiß, es ist nicht so geil, dass da Vogelkot drin ist, aber ganz ehrlich, es ist die schonendste Variante. Küchenrolle, Küchenpapier oder irgendein Papiertuch würde ich nicht nehmen, weil Mikrofaser einfach in der Lage ist, Sachen von der Oberfläche hochzuheben, an sich zu nehmen, ohne dass es über die Oberfläche gerieben wird und das kann Papier einfach nicht. Deswegen in sauren Apfel beißen, Mikrofasertuch, danach waschen und dann ist auch wieder sauber. Produkt Nummer 2, irgendeine Art von Chemie, die mir erlaubt, den Vogelkot zu entfernen, ohne meinen Lack zu zerkratzen. Da gibt es verschiedene Varianten und zwar im Grunde genommen 3, die Sinn machen. Variante Nummer 1, der Quick Detailer. Sagt irgendwie erstmal gar nichts, aber ein Quick Detailer ist so eine eierlegende Wollmilchsau, ein Produkt, was dazu entwickelt wurde, einen leichten Lackschutz zu hinterlassen, also leicht die Oberfläche zu versiegeln oder zu wachsen, könnte man auch sagen, aber auch Schmutz zu entfernen. Das wurde so entwickelt, um auf Autotreffen die letzten Fingerabdrücke oder leichten Staub zu entfernen oder in der Garage, bevor das Auto abgedeckt wird, so ganz leichten Schmutz von der Fahrt zu entfernen. Dafür ist ein Quick Detailer super geeignet, das heißt, er hat leichte Reinigungseigenschaften, aber durch die Versiegelung, die enthalten ist, haben wir auch so eine Art Barriere, die aufgebaut wird und hinterlassen gleich einen leichten Lackschutz. Variante Nummer 2 ist ein sogenanntes Rinseless oder Waterless Wash Product. Also ein Produkt, mit dem ich mein Auto waschen kann, ohne es abzuspülen, Rinseless, oder ohne Wasser zusätzlich zu benutzen, Waterless Wash. Das ist oder sind Waschmethoden, die wir einsetzen können, wenn wir eben keine Möglichkeit haben, Autos klassischerweise nass zu waschen. Das soll jetzt hier gar nicht Thema sein, aber so ein Produkt ist natürlich dazu entwickelt, ein Auto ohne Wasserzugabe zu waschen und damit prädestiniert für unsere Anwendung, weil es genau das tun soll. Es soll Schmutz schonend entfernen, ohne Wassereinsatz und im Idealfall ohne Kratzer. Und Produkt Nummer 3, ein sogenanntes Knetgleitmittel oder Clay Loop setzen wir normalerweise dafür ein, wenn wir mit der Lackreinigungsknete Anhaftungen nach der Wäsche vom Lack entfernen, damit die Knete eben gleitet und nicht über die Oberfläche kratzt. Diese Gleiteigenschaften sind auch der große Vorteil, den so ein Produkt hat, denn wir haben auch Reinigungseigenschaften, weil Tenside, also reinigende Substanzen enthalten sind, aber eben auch, es wird ein hoher Wert bei der Formulierung auf Gleiteigenschaften gelegt, was wieder dazu führt, dass wir weniger Kratzer verursachen. Deswegen ist das mein Produkt Nummer 3. Jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, kann ich nicht einfach alle 3 benutzen und habe dann die besten Eigenschaften von allen? Naja, das macht vielleicht nicht so viel Sinn. Ich möchte dir aber beantworten, welches der Produkte für wen am besten geeignet ist, weil sonst lasse ich dich ja hier ganz schön im Regen stehen. Also keine Sorge, wir finden das passende Produkt für dich. Du bist der Waterless Wash Typ, wenn du regelmäßig die Rinseless oder Waterless Wash, also eine Wäsche ohne zusätzlichen Wassereinsatz machst und das Produkt ohnehin da hast. Kauf dir das bitte nicht extra, nur um zwischendurch mal Vogelkot zu entfernen. Wenn du der Rinseless Wash Typ bist, schreib es doch mal in die Kommentare.
Du bist der Clay-Loop-Typ, wenn du generell Sachen an deinem Auto machst, das Auto zwischendurch knetest und aufbereitest, weil dann brauchst du eh Clay-Loop und kannst das super verwenden, um Vogelkot zu entfernen. Hast du solche Arbeiten nie selber vor, kauf dir bitte nicht extra Clay-Loop, nur um Vogelkot zu entfernen. Wenn du dich bislang noch gar nicht angesprochen gefühlt hast, dann ist der Quick Detailer auf jeden Fall dein Produkt. Egal, ob du dein Auto von Hand wäschst, in die Waschstraße fährst und in die Waschbox fährst, einen Quick Detailer kannst du immer gebrauchen. Wie wir den Quick Detailer bei Waschanlagen Wäsche einsetzen, haben wir dir in dem Video gezeigt, verlinken wir dir, guckst dir gerne mal an. Den Quick Detailer kannst du immer im Auto haben, weil er für jede Art von Schmutz und für jede Oberfläche außen gut geeignet ist, wenn man mal schnell reagieren muss. Also brauchst du kein Clay Loop in deinem Autopflegealltag, brauchst du kein Waterless Wash in deinem Autopflegealltag, dann nimm den Quick Detailer mit ins Auto, der ist die eierlegende Wollmilchsau und auch super geeignet, um notfallmäßig Vogelkot zu entfernen. Genug der Vorrede, jetzt zeige ich dir, wie wir konkret vorgehen, damit wir den Vogelkot schonend entfernen. Jetzt interessiert mich aber, welcher der Typen bist du? Schreib mal in die Kommentare Waterless, Clay Loop, Quick Detailer. Mit dem richtigen Equipment sind die nächsten Schritte leicht. Ich möchte dem Reiniger Zeit geben, den Vogelkot einzuweichen, damit ich eben nicht reiben muss, sondern der Reiniger schon mal selbsttätig seine Arbeit macht. Also legt ein Tuch in die Ablaufrichtung und wartet 1-2 Minuten, ohne dass der Reiniger antrocknet. Sollte es sehr warm sein, kommt vielleicht doch ein Papiertuch zum Einsatz. Leg einfach ein Taschentuch drauf, sprühe ein bisschen Reiniger drauf und verlängere so die Einwirkzeit, ohne dass der Reiniger antrocknet. Die Wartezeit können wir ganz effektiv nutzen, du auch, indem du uns bitte mal deine Videowünsche in die Kommentare schreibst. Also welche Themen interessieren dich, welche sollen wir mal behandeln, worüber sollen wir ein Video drehen. Schreib doch einfach mal deinen Wunsch in die Kommentare und wir erfüllen ihn bestimmt. Wenn du ein Videothema siehst, was schon genannt wurde, klick gerne mal auf das Herz, damit wir sehen, wie viele Leute dieses Thema wirklich interessiert. Und je mehr es interessiert, desto früher wird es kommen. Danke fürs Mitmachen. Wartezeit ist jetzt vorbei. Wie gesagt, es reicht einige Minuten einfach nur, dass der Vogelkot angeweicht wird und dann wirklich vorsichtig, ohne Druck. Ich greife wirklich hinter den Vogelkot nicht drauf und ziehe erstmal das Taschentuch weg. Und du siehst, ne, er lässt sich hier ganz leicht abheben und schon mal einen Großteil entfernen. Den verbliebenen Vogelkotrest entfernen wir mit dem Mikrofasertuch auf gleiche Weise. Greif neben den Vogelkot und löffel ihn, heb ihn sozusagen hoch, damit wir möglichst wenig Reibung auf der Oberfläche haben. Falte das Tuch um und wisch mit einer löffelnden Bewegung nach oben ohne Druck auf die Oberfläche vorsichtig ab. Dreh das Tuch regelmäßig um und wenn du merkst, dass die Oberfläche schon trocken wird, sprüh noch ein bisschen nach. Wir wollen, wie gesagt, keinen trockenen Sand über die Oberfläche reiben. Und abschließend, bevor du fertig bist, nimm noch mal ein sauberes Tuch, polier noch ein bisschen aus, damit du keine Schäden und keine Flecken hast. Und dein Lack ist vom Vogelkot gerettet, kratzfrei, sauber und es verätzt nichts mehr. Alle verwendeten und empfohlenen Produkte findest du unten in der Videobeschreibung. Jetzt fängt es natürlich an zu regnen. Ich hätte auch auf den Regen warten können, aber den kann man leider nicht so bestellen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein. Okay.